herzlich willkommen in Duisburg in der Mercator-Halle. Ich wünsche uns, dass wir einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend haben. Also mir war es immer eine Herzensangelegenheit, Integration miteinander zu leben. Und deshalb habe ich mich auch heute gefreut, hier hinzukommen. Einige Duisburger Gesichter von Frauen kenne ich sehr gut hier heute. Gerade total großartig hier zu sein, weil es sind so viele tolle, spannende Frauen hier, die für ihr Thema brennen, die Engagement zeigen, die wichtige Werte haben, die ihre Arbeit prägen, und das ist so inspirierend. Diese Veranstaltung hier sehr gut. Es empowert mich, mit so vielen tollen, verschiedenen Frauen zusammenzukommen. Und die Highlights für mich sind die ganzen Zwischengespräche beim Essen, aber auch in den verschiedenen Workshops. Und einander näher kommen und zu schauen, was bewegt uns gemeinsam. Was ist unser gemeinsamer Nenner? Wofür möchten wir einstehen? Und in welcher Hinsicht möchten wir weiterkommen? Aber ich will dich trotzdem vorstellen. Sie ist die Vorsitzende von AMF und ohne sie wäre vieles gar nicht so möglich. Das muss man schon sagen. Es gibt einem wirklich so viel positive Energie und dann natürlich vor allem so eine Menge von engagierten Frauen an einem Platz, das sprüht förmlich für Energie. Und dann diese ganze Bandbreite von Aktivitäten zu sehen von muslimischen Frauen, das ist einfach sehr, sehr motivierend. Highlight der Veranstaltung ist und bleibt ganz ohne Zweifel so viele großartige Frauen, die so tough und so straight und so kraftvoll ihre Projekte vorstellen, diskutieren und auch am Ende durchsetzen. Ich habe mich total darüber gefreut, wieder so viele gute Gespräche führen zu dürfen, auch in viele vertrauliche Themen von den Vereinen, von den engagierten Frauen einbezogen zu werden und Einblicke zu bekommen, die ich in der Stiftung sonst nicht erhalten würde. Wir wollen muslimische Zivilgesellschaft und insbesondere mein Forschungsfokus ist weibliche muslimische Zivilgesellschaft zu erforschen. Und da stellt sich immer die Frage, wie differenzieren wir eigentlich Zivilgesellschaft aus? Ich bin immer nach solchen Veranstaltungen voller Energie. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zusammen die Zukunft gestalten und mitgestalten, auch uns gegenseitig stärken. Und ich nehme heute ganz viel Stärke mit und Power mit. Wir sind viel zu viel noch in so einer Bubble drin. Also die gesellschaftlichen Diskurse kommen sehr wenig an in Moscheegemeinden und umgekehrt. Ich bin immer wieder geschockt, wenn ich in einer Moschee bin und mit den Leuten spreche, wie wenig ihnen vertraut ist, welche Diskurse wir aktuell in unserer Gesellschaft führen, was Standards sind, was auch gewisse Normen sind. Ich nehme mit, vor allem für meine Arbeit, die Schwierigkeit von Öffentlichkeitsarbeit im Kontext von antimuslimischem Rassismus. Das ist unglaublich schwierig, antimuslimischen Rassismus zu thematisieren in weißer Mehrheitsgesellschaft. Wir nehmen uns viel zu wenig Recht zu sagen, dass wir sind eine Anwanderungsgesellschaft. Mein Highlight sind die vielen strahlenden Frauen, die ich hier so erlebt habe, auch das Miteinander, das Gespräch untereinander. Es gab aber auch richtig tolle Highlights in den Workshops, aber auch in den Diskussionen, die wir gestern gehört haben. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr die 180-Grad-Wende eingeladen habt und ich heute hier unser Projekt vorstellen darf. Ihr solltet euch gerade alle auf eure Plätze setzen, das ändert sich gleich wieder. Jetzt auf dem Praxisforum mitgestalten bin ich mit meiner Kollegin Mara Hesse und wir sind unglaublich froh, dass wir hier miteinander in den Austausch kommen konnten, verschiedene Perspektiven wiederum kennenlernen konnten. Was kann sich noch verbessern im Leben von so vielen Muslimen in Deutschland und wie wir auch dazu beitragen können? Und es freut mich einfach sehr, dass ich das dann wieder mit nach Hause nehmen kann und
das dann dort auch in die kommende Arbeit einfließen kann. Vielen Dank dafür.